Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seid hier, der Lance TV. Und unser SK Sturm hat 1:0 gegen die Rieder Spielvereinigung gewonnen. Ein ganz knapper Sieg. Die Rieder, sicher nicht das schlechtere Team am Ende gewesen. Wir eben mit dem kleinen Quäntchen mehr Glück, mit dieser letzten Essenz mehr Effektivität. Und ja, dadurch den ganz wichtigen Dreier auch eingefahren. Unsere Jungs durch diese drei Punkte auf Platz 2 in der Tabelle katapultiert. Also wir haben uns wieder um einen Tabellenplatz verbessert, weil die Altacher gepatzt haben und gegen Rapid untergegangen sind. Da muss man wirklich mal ein kleines Danke, ein ganz winziges Danke an Hütteldorf, nach Hütteldorf fast schon schicken. Aber nein, natürlich nicht. Ja, es war eine knappe Geschichte. Unterm Strich, die Rieder hätten sich Punkte verdient, ohne Wenn und Aber, wie ich finde. Die haben gekämpft, die haben auch durchaus versucht, Fußball zu spielen und das auch nicht so schlecht gemacht, wie ich finde. Ja, aber am Ende fehlt ihnen dann doch wohl so dieses kleine Partikel-Qualität. Die sind ja auch nicht zuletzt auf dem letzten, also zu Unrecht auf dem letzten Tabellenplatz. Irgendwo. Und kommen wir zum Spiel selber. Die ersten 10 Minuten, die haben mir gut gefallen bei unseren Jungs. Da finde ich, da waren wir durchaus giftig und schön eigentlich im Spiel auch drin. Also ein angenehmer Spielfluss in den ersten Minuten. Daniel Lahr mit einer ersten guten Möglichkeit hat dann auch ein Abseits-Tor erzielt, das aberkannt wurde. Und Sturm eigentlich gut zu Beginn in der Partie. Danach ist das Ganze aber wirklich, hat sich das Ganze um 180 Grad gedreht. Ich habe keine Ahnung warum, auf jeden Fall sind die Rieder dann aufgekommen und für allem, einer voran hat mir da besonders ins Auge gestochen, Patrick Möschel, der rechte Flügelflitzer bei den Riedern, mit wirklich einem sehr, sehr guten Auftritt, vor allem im ersten Durchgang, also da haben sich Lykogianis und Co. sehr, sehr schwer getan, gegen den irgendein Mittel zu finden, hat alleine schon, glaube ich, Möschel drei gute Möglichkeiten gehabt, dazu noch eine Torschance durch Peter Schul. Und bei unseren Jungs gab es noch gegen Ende der ersten Hälfte eine Möglichkeit durch Simon Piesinger, der da knapp verzogen hat. Mit 0-0 in die Kabine, Franco Foda hat dann auch reagiert, hat den sehr, sehr schwachen Husbeck rausgenommen. Für ihn kam dann Sascha Horvath in die Partie, auf jeden Fall ein guter Griff, wie ich finde. Der hat durchaus Schwung gebracht im zweiten Durchgang, auch wenn zunächst ja die großen Chancen noch ausgeblieben sind, nach etwas mehr als einer Stunde. Zunächst ein Freistoß, genau, von den Riedern noch durch Schul, der an die Latte ging. Und dann gab es einen Ausschluss, auch für Ried, Thomas Reifelshammer, der ein bisschen übermotiviert in Gegenspieler Marc-André Schmerböck hineinspringt mit dem Knie. Und dafür auch zu Recht, finde ich, die rote Karte sieht. Ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber so darfst du natürlich nicht in den Zweikampf reingehen. Und da muss man auch klar die rote Karte geben, das finde ich, ist in Ordnung so. Und Sturm eben nach, ich glaube, so ungefähr einer Stunde herum war es eben in Überzahl dann auch gewesen. Man hat sie aber nicht wirklich nutzen können, das muss man auch gleich mal an der Stelle festhalten. Also ich finde nach wie vor unsere Jungs nicht das druckvollere Team, auch wenn die Rieder im zweiten Durchgang nicht mehr so die ganz klaren Möglichkeiten hatten, aber das war für mich trotzdem von unseren Jungs zu wenig. Muss ich ehrlich sagen, also da hätte ich mir durchaus mehr Druck dann mit einem Mann mehr auf dem Platz erwartet. Aber eigentlich war das Ganze doch ein bisschen Larifari im puncto Offensivspiel trotzdem. Erst in der Schlussphase ist es wieder interessant geworden. Beispielsweise hätten auch die Rieder erstmal eine zweite rote Karte sehen müssen eigentlich. Also Artig, der alleine auf den Schlussmann loszieht und dann umgemäht wird. Der Schiri gibt nicht mal das Foul. Also klare Fehlentscheidung, wenn schon nicht rot, wenn vielleicht ein Rieder noch in der Nähe gewesen wäre, dann zumindest dunkelgelb, aber gar nichts. Also da weiterlaufen zu lassen, eigentlich ein Witz. Barış Artık hatte dann noch eine zweite gute Möglichkeit, da war er wieder fast komplett allein vom Keeper. Da hat aber der Rieder Schlussmann gut reagiert. Und unsere Jungs haben dann auch die Überzahl aus der Hand gegeben. In der 82. Minute gab es für Lykogianis gelb-rot, muss ich gleich sagen an der Stelle. Ich habe das nicht ordentlich gesehen aus meiner Sicht. Also ich kann es nicht beurteilen, habe da auch noch keine Zusammenfassung mir angeguckt. Deswegen keine Ahnung, ob es wirklich eine berechtigte zweite gelbe Karte war. Auf jeden Fall ist Fakt, Lykogianis musste frühzeitig vom Feld wird uns im nächsten Spiel gegen Mattersburg definitiv auch mal fehlen. Genauso wie eben Stefan Hirländer an der Stelle. Also, das heißt, nach etwas mehr als 80 Minuten beide Teams mit einem Mann weniger. Und Sturm hatte dann im Endeffekt das Glück auf seiner Seite, ganz einfach. Zulechner, der auch eingewechselt worden war, mit einer schönen Solo-Aktion.
Wurstelt sich da so ein bisschen oder wuselt sich besser gesagt an seinem Gegenspieler vorbei. Hat ein bisschen ja, komisch ausgesehen, die Aktion, finde ich, aber der macht das unterm Strich richtig gut und dann ja knallt er das Ding auch noch ins Tor. Also in der 88. Minute so ein typischer Last-Minute-Sieg. Das sind am Ende des Tages für mich auch immer noch die geilsten Siege. Auch wenn das Spiel bis dahin nicht berauschend war, aber so ein Match zu gewinnen, das kann halt was. Was mich allerdings geärgert hat, nicht an dem Sieg natürlich, sondern ja, vor dem Treffer war das noch, ein paar Minuten zuvor wurde Danny Allah ausgewechselt. Da war man allerdings, ja, also da, keine Ahnung, für mich war das unverständlich. Danny Allah ist ausgewechselt worden und für ihn kam dann Marvin Potsmann. Potsmann ist reingekommen, weil Lykogiannis, ich glaube, das war nach dem Ausschluss, klar die Rote gesehen hat, die Gelb-Rote eben. Und man wollte dann gut die Defensivlücke schließen. Trotzdem für mich nicht ganz nachzuvollziehen. Also für mich war das so ein paar Minuten vor Ende nicht wirklich ein gutes Signal an die Mannschaft, finde ich einfach, meine subjektive Wahrnehmung an der Stelle. Weil ich mir denke, du spielst zu Hause gegen den Tabellenletzten und da muss man doch wirklich auf Risiko auch gehen, denke ich, und wirklich auf Sieg spielen. Also gerade wenn man so lange in Überzahl gewesen ist, von dem für mich ja ein bisschen komisch die Situation, dass man den besten Torschützen rausnimmt, auch wenn er außer in den ersten Minuten nicht wirklich am Platz präsent war, aber das ist sein Spiel. Also das ist der Stil von Danny Allah. Du siehst den 90 Minuten meistens nicht, aber wenn er die eine richtig gute Möglichkeit hat oder zwei, drei, dann macht er wenigstens einen davon. Und ja, Danny Allah rauszunehmen, für mich trotzdem nicht verständlich. Ganz klar. Ja. Aber am Ende ist es gut gegangen, muss man auch sagen. Wie schon angesprochen, Philipp Zulechner mit seiner guten Solo-Aktion, der uns den Sieg gerettet hat. Die Rieder sehr, sehr unglücklich. Ehrlich, ich muss wirklich sagen, ein kleines bisschen tun sie mir leid. Also die haben wirklich, die haben aufopferungsvoll auch gekämpft. Unsere Jungs haben kämpferisch allerdings sehr gut dagegen gehalten. Da hat keiner zurückgesteckt. Das passt. Die Einstellung ist durchaus richtig bei der Mannschaft. Ich finde eben nur, dass nach wie vor auch nach diesem wirklich euphorisierenden Sieg in letzter Minute fast das spielerisch mehr drin ist bei unseren Jungs. Wie schon in den letzten Wochen, da geht mehr. Also ich denke trotzdem, man kann da ruhig ein bisschen mehr Offensivrisiko nehmen. Man hat eben Spieler wie einen Horvath, der durchaus Potenzial besitzt für mich, für die Startelf. Also warum der immer wieder von der Bank reinkommen muss, für mich nicht ganz nachzuvollziehen auch. Aber ja, den wünsche ich mir einfach in der Startelf in den nächsten Partien. Der Spieler, der bringt eigentlich immer seine Leistung, auch wenn er nicht so viel Einsatzzeit immer bekommt. Aber ja, auf jeden Fall bitte mehr davon an der Stelle. Gut, dann bleibt mir nur mehr zu sagen, außer dass unsere Jungs jetzt eben auf Platz 2 sind, wie schon erwähnt. Nochmal, danke an Rapid. Ja, dass ich euch auf das FIFA 17 Turnier natürlich aufmerksam machen möchte. Ein paar Plätze sind ja noch frei. Schaut einfach auf Facebook auf meiner Seite oder eben bei der Lance TV Seite. Da sind alle Infos dabei. Kann man alles schön durchlesen. Oder sonst eben mich direkt hier auf YouTube anschreiben. Ist auch kein Drama. Und natürlich Hashtag rettet die Gruben. Eine durchaus richtige und wichtige Sache. Wie ich finde, das habe ich euch auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also da findet ihr die Webseite Gruben-Founding, wo man eben spenden kann. Und natürlich sonst auch das Infovideo. Also das ist alles in der Videobeschreibung bei mir unten mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Auf die Schwarzen! Und wir sehen uns spätestens zum Vorbericht gegen den SV Mattersburg. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Elias und ciao, ciao.